Jo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist mit Link Evolu. Ich weiß nicht, ob ich das immer so sage, das ergibt eigentlich überhaupt keinen Sinn, aber egal. Was machen wir heute? Wir machen das Zombie-Deck und probieren es zu spielen. Aber müssen es eben entsprechend abändern, weil wir einfach noch nicht genügend Karten dafür haben. Und das heißt, wir suchen jetzt alle Vampirmonster und alle Zombie-Monster, die wir haben, und probieren uns daraus ein Deck zu bauen. Zur Vorlage nehme ich natürlich das Originaldeck von den Vampiren, wo mir fast alle Karten fehlen. Vor allem Vampirlord und Vampirlady tun sehr weh, weil das mit die besten Karten sind oder sehr gute Karten. Und ja, genau, deswegen schmeißen wir die alle raus, die wir nicht haben. Ein paar gute Karten sind drin, die kann man dann auch gerne mit mehr Kopien reintun. Oh, warte mal, einen Vampirlord haben wir? Wait. Wirklich? Seit wann? Hä, war da... Hä? Vampirlady haben wir aber keine. Oh, nice. Dann, aber mein, dann haben wir ja sogar einen Vampirlord. Ist ja besser als nichts. Ein Vampirbaby haben wir auch. Von dem haben wir keinen. Den haben wir auch einmal. Vampirverführerin haben wir gar nicht. Vampirzauberer haben wir auch gar nicht. Okay, alle anderen Karten haben wir. Genau, 17 Karten haben wir und 23 Karten fehlen uns. Am Ende der Battlefield, wenn sich die Karte in diesem Spielzeug in den Kampf zerstört hat. Ich weiß nicht, das Vampir-Baby ist echt trash. Welche Karte ich gerne noch mehr reintun würde, wäre Buch des Lebens. Denn lest euch mal den Effekt durch. Wähle ein Zombie-Monster in einem Friedhof und ein Monster im Friedhof deines Gegners. Beschwöre das erste Ziel als Spezialbeschwörung. Zusätzlich verbanne das zweite Ziel. Also im Endeffekt Wiedergeburt und du kannst ein Monster von deinem Gegner verbannen. Was krank gut ist. Also das würde ich gerne dreimal reintun. Und entsprechend... Ups. Hä? Okay, jetzt. Das müsste eigentlich reichen, wenn ich Lebens eingebe. Hoffe ich. Zumindest. Lebens und dann Plus. Wir haben keine Kopien mehr übrig. War ja klar. Schade. Wird mir das hier eigentlich auch angezeigt? Ja, finden in Truhe, ja. Hole mehr aus Truhe. Okay, dann kann ich mir das sparen nächstes Mal. Ja gut, dann machen wir hole mehr aus Truhe, hole mehr aus Truhe. Genau, Töricht des Berebes legt ein Monster von einem Deck auf den Friedhof. Ah ja, genau, und das kann man mit Buch des Lebens und oder Wiedergeburt timen. Vampirkönigreich, Monster vom Typ Zombie erhalten nur während der Schadensberechnung 500 ATK. Y muss man drücken. Einmal pro Spielzug, wenn Karten vom Deck deines Gegners auf den Friedhof gelegt werden, wähle eine Karte auf dem Spielfeld, lege ein finsternes Vampirmonster von deiner Hand oder deinem Deck auf den Friedhof, falls du die Suste stellst, das gewählt sie. Wait. Vom Deck deines Gegners auf dem Friedhof? Okay, ist schon mal eher selten. Aber kannst es auch während dem gegnerischen Spielzug machen. Wähle eine Karte auf dem Spielfeld. Lege ein finsternes Monster von deiner Hand oder deinem Deck auf den Friedhof. Ah. Oder von deinem Deck? Wow, okay, das ist heftig. Das ist nice. Hole mehr aus Truhe. War ja klar. Genau. Dreimal Pot of Greed. Die Karte hier weiß ich nicht. Die ist nicht schlecht, aber ob die jetzt wirklich so gut ist. Dann Vampir Genesis funktioniert nur mit Vampirlord. Das passt. Ja gut, dann brauchen wir eigentlich hauptsächlich noch ein paar Monsterkarten. Aber man kann sich hier auch angucken, welche Karten damit verwandt sind. Aber die haben wir natürlich alle nicht. Ein paar Synchro-Karten sind sogar dabei. Dein Gegner muss die oberste Karte von seinem Blick auf den Friedhof legen, um ein Monster angreifen zu können. Okay, die nehmen wir. Die ist gut. Nadelwurm. Könnte man eigentlich legit nehmen, ne? Und man sieht einfach, dass wir die meisten Karten halt einfach nicht besitzen. Sind da jetzt eh alle Zombie-Karten dabei? Wahrscheinlich schon, ne? Ich werde gleich nochmal explizit nach Zombies suchen. Wenn eine Zauberfeinkarte aktiviert wird,
die genau ein Zombie-Monster auf dem Spielfeld als Ziel wählt, annulliere die Aktivierung, falls es. Okay, die müssen wir auch mindestens einmal drin haben. Ich würde sagen zweimal. Zombie-Monster, ne? Oh, die Karte ist ja auch gut. Lila Kristall. Rüste nur ein Zombie-Monster mit dieser Karte aus. Der 300 ATK Def. Warum nicht? Das ist aber nicht so gut. Werden wir wahrscheinlich wieder rausschmeißen. Okay, das ist mit Tributbeschwörung. Haben wir nicht wirklich viel. Wirf eine Karte ab. Reduziere die Stufen aller Monster in der Hand für den Rest des Spielzeugs um 2. Okay. Haben wir genug Card Draw? Hexe des Schwarzen Waldes? Wäre gar nicht so schlecht tatsächlich, weil Vampirlord und Vampir. Der andere, Meister oder wie auch immer er heißt, haben beide weniger Def als 1500. Okay, die Karten haben wir alle nicht. Alter, wie viele Karten uns fehlen, das ist ja crazy. Ja, würde ich sagen, tun wir echt noch einen Nadelwurm rein, einmal. Just for fun. Falls dein Monster deinem Gegner Kampfschaden zufügt, lebe die Uhr. Oh. I take it. Details anzeigen. Falls du ein anderes Monster vom Typ Zombie kontrollierst, kann dein Gegner diese Karte nicht als Ziel für Angriffe wählen. Jedes Mal, wenn Monster vom Typ Zombie als Spezialbeschwörung beschworen werden, es zeichnet sich langsam ein Muster ab. Jedes Mal, wenn Karten auf den Friedhof gelegt werden, fügt ihrem Besitzer 300 Schaden für jede Deck. Wenn diese Karte beschworen wird, wird sie in Verteidigungsdecke dann. Achso, das ist ein Insekt, das ist kein Zombie. Dann nehmen wir noch Nadelwurm. Wie viele Karten haben wir denn? 28. Dann nehmen wir vielleicht zweimal Nadelwurm. Okay, jetzt brauche ich aber echt noch ein paar Zombie-Karten, weil das ist ja ein Zombie-Deck. Yes. Oder was ist das noch vielleicht? Wir haben jetzt schon sehr viele Zauber- und Feinkarten, ne? Wir brauchen jetzt auf jeden Fall noch ein paar Monster. Truhe. Typ. Zombie. Das ist nicht dein Ernst. Ach so. Nee, weil. Alter, ich wollte schon sagen. Hoppla. Hier ist noch der Text gespeichert. Ich wollte schon sagen, als ob. Ja, das sieht ja schon besser aus. Ich wollte schon sagen, what the... Ach du Heilige. Okay, wir haben doch einige Zombie-Karten, aber die kenne ich irgendwie alle nicht. Der Zombie-Meister, genau, der hat nämlich 0 Def. Und wie hat Vampirlord? Der hat 1500, ne? Er muss 1500 oder weniger, ne? Perfekt, das heißt, mit Hexe vom Schwarzen Wald können wir unseren Vampirlord immer ziehen. Das ist huge. Genau. Na gut, da müssen wir uns einfach ein paar Effekte leider durchlesen. Habe ich die jetzt schon ins Deck getan? Nee. Nee. Falls diese Karte in ihrem Besitzer, die ihrem Besitzer gehört, durch eine Karte deines Gegners zerstört wird, du kannst ein Monster der Stufe 4 oder niedriger in deinem Friedhof wählen, außer zum Biener Beschwörung oder Spezialbeschwörung. Also quasi nicht durch Kampf, sondern durch irgendwas anderes. Oder vielleicht auch durch Kampf, durch eine Karte. Durch eine Karte, was ist das für eine komische Formulierung? Überschall Totenkopfflamme. Diese Karte kann nicht als normale Beschwörung beschworen und gesetzt werden. Diese Karte kann nur speziell beschwören, wenn du deine Totenkopfflamme in deinem Friedhof aus dem Spiel entfernst. Einmal pro Spielzug kannst du deinem Gegner 400 Schaden für jeden brennenden Totenkopf in deinem Friedhof zufügen. Wird diese Karte vom Spieler auf den Friedhof gelegt wird, kannst du deine Totenkopfflamme. Was ist Totenkopfflamme? Die sind nach Alphabet sortiert, ne? Ja. Das heißt, die Karte habe ich nicht. Oder? Nope. Hier ist Totenkopfbegleiter. Das heißt, die Karte habe ich nicht. Schade. Zombie-Mammut. Zerstöre diese Karte, falls du kein Monster vom Typ Zombie in deinem Friedhof hast. Wenn diese offene Karte zerstört wird, füge ihrem Beherrscher Schaden in höhere Grund-ATK zu. Oh, okay, das ist nicht so gut. Was war der hier nochmal? Der Wichtprinz. Gegen den haben wir, glaube ich, schon mal gespielt. Falls diese Karte auf den Friedhof gelegt wird, du kannst einen Totenkopfdiener und einen, die Herren der Wichte von deiner Hand deinem Friedhof nehmen.
Okay, es ist wieder so eine Combo. So ein Deck haben wir jetzt noch nicht. Der Name dieser Karte wird zu Totenkopfdiener. Was brauchen wir bei dem hier? Totenkopfflamme, okay, schade. Solange sie im Friedhof liegt, du kannst diese Karte abwerfen und einen der folgenden Effekte aktivieren. Will einen deiner verbannten Totenkopfdiener oder Wichtraum, will einen deiner verbannten Herren der Wichte. Okay, ist auch wieder so eine Combo, ist quasi das gleiche hier, Wicht. Du kannst diese Karte einmal im Spielzug während deiner Mainphase in die verdeckte Verteidigungsposition bringen. Nachdem du diesen Effekt benutzt hast, mische alle Monster, die sich verdeckten Verteidigungspositionen auf deiner Spielfeldseite befinden und lege sie verdeckten Verteidigungspositionen. Okay. Während deiner Standby-Phase, falls eine offene Karte in einer Spielfeldzone liegt und sich diese Karte in deinem Friedhof befindet, du kannst diese Karte als Spezialangriff in die Verteidigungsposition beschwören. Du kannst diesen Effekt von Untergangskönig Ballerdroch nur einmal pro Spielzug verwenden, einmal pro Kette, wenn der Effekt eines Zombie-Monsters außer Untergangskönig Ballardroch aktiviert wird, außer während des Damage Steps Schnelleffekt. Du kannst einen dieser Effekte ausführen, aber du kannst denselben Effekt von Untergangskönig annulliere den Effekt von einem Monster vom Spiel oder Friedhof. Also wenn der Effekt von einem Zombie-Monster aktiviert wirst, aber warum solltest du den Effekt annullieren? Weil du spielst ja die Zombie-Monster. Na naja, gut, okay, wenn es eine Kette ist, wurde ja davor wahrscheinlich schon was anderes aktiviert. Okay, oder verbanne ein Monster vom Spielfeld. Okay, das ist ja gar nicht so schlecht. Aber das heißt, du willst quasi diese Karte willst du quasi einfach in deinem Friedhof haben. Also du kannst sie wahrscheinlich auch als Spezial... du kannst sie als Tributbeschwörung beschwören, aber die hat 8 Sterne, 2,8, das ist ziemlich bad. Aber wenn du sie im Friedhof hast... Das heißt, man könnte sie mit törichtes Begräbnis, könnte man sie in den Friedhof ballern, ja. Dann ja, nehmen wir den doch mal. Kann ich als Spezialbeschwörung beschworen werden? Du kannst diese Karte als Tribut anbieten, dann einen Zombie-Welt in den Friedhof wählen. Füge das gewichtete Zombie-Welt. Die Karte haben wir leider... Ja, wobei, vielleicht haben wir die Karte sogar. Ja, stimmt, ich muss da nochmal Zombie eingeben in den Filter. Totenkopfbegleiter, 4 Sterne, 2000. Falls diese Karte am Ende der Battle Phase offen auf dem Spielfeld liegt, zerstöre diese offene Karte. Trash. Wobei, lesen wir uns der Vollständigkeit aber noch fertig durch. Beschwöre bis zu 2 Monster von dem Zombie, deine aktive K-Summe genau 2000 ist als Spezialangriff von deiner Hand. Ist nicht schlecht, aber wenn du es halt nicht auf der Hand hast, bringt es dir nichts. Einmal pro Spielzug, verbanne 2 Zombie-Monster von deinem Friedhof, ziehe eine Karte, wieder einer der verbannten Zombie-Monster, lege das gewählte Ziel auf dein Deck. Falls du ein anderes Monster vom Typ Zombie kontrollierst, kann dein Gegner diese Karte nicht als Ziel für Angriffe wählen. Jedes Mal, wenn ein Monster vom Typ Zombie als Spezialangriff... Achso, Leute, die Karte haben wir doch schon im Deck. Ich wollte es gerade sagen, die kommt mir so bekannt vor. Die haben wir schon im Deck. Hör, Deck zerstören? Oh. Okay. Die riesige Axtmumie. Boah, das sind jetzt irgendwie zu viele Effekte. Wie viele Karten haben wir denn eigentlich? 30. Okay, die Pumpkins. Du bestimmst die Angriffsziele für die Angriffe deines Gegners. Okay. Was haben wir hier noch? In diese Karte ist noch Beispiel beschworen. Du kannst ein Zombie-Monster von deinem Deck auf den Friedhof legen. Falls diese offene Karte die Besitzer kontrolliert, das Spielfeld durch einen Karteneffekt deines Gegners verlässt, kannst ein Zombie-Monster der Stufe 4 integriert spielen. Die Karte ist actually gar nicht so bad, vor allem in der Kombination mit dem Ding. Mit dem hier. Warte mal, dann nehmen wir beide zweimal, würde ich sagen. Ohne Spaß, die Kombi ist gar nicht so bad. Jetzt haben wir 33 Karten. Knochenbrecher. Wenn diese Karte durch den Effekt eines Monsters von Zombie als Spezialangriff auf dem Friedhof beschworen wird. Okay, das ist ganz schön speziell. Da haben wir jetzt, glaube ich, keine Karte, die das kann. Humpty Grumpty. Einmal pro Spielzug. Du kannst diese Karte in die verdeckte Verteidigungsposition ändern. Falls diese Karte als Beschwörung beschworen wird, sie hat bis zum Ende des Spielzugs lassen. ADK. Na gut, okay, hat aber 0 Verteidigung, also wenn sie angegriffen wird, ist immer kaputt. Die Grundartigkeit dieser Karte entsprechen der Gesamtzahl der König, der Totenkopfdiener und... Okay. Einmal pro Spielzug kannst du diese Karte in die verdeckte Verteidigungsposition bringen. Wenn diese Karte aufgedeckt wird, erhält sie bis zum Ende des Spiels... Das ist fast der gleiche Effekt wie von dem anderen Dude.
Wie von Humpty Grumpty. Aber wenn diese Karte aufgedeckt wird, erhält sie bis zum Ende des Spielzugs 300 ATK und Death. Flip-Beschwörung zählt auch als aufgedeckt, oder? Und dann hätte sie 2000, weil wenn sie aufgedeckt wird sie ja auch, wenn sie angegriffen wird, hat sie auch 2000. Das ist eigentlich actually ganz schön gut. 2000 Death für 4 Sterne. Und kein negativer Effekt. Während deiner Main Phase, du kannst ein Zombie-Monster von deinem Friedhof auf den Deck, von deinem Deck auf den Friedhof legen. Wenn diese Karte auf den Friedhof gelegt wird, du kannst ein Zombie-Monster von deinem Friedhof verbannen, außer Kozuki, beschwör ein Zombie-Monster das Blatt von deiner Hand, du kannst jeden Effekt von... Okay, warte mal. Ein Zombie-Monster von deinem Deck auf dem Friedhof? Falls diese Karte auf den... Achso, du kannst. Und falls diese Karte auf den Friedhof gelegt wird, also egal durch was, ein Zombie-Monster verbannen, außer ihm, und dann kannst du ein Zombie-Monster von deiner Hand als Spezialbeschwörung. I take it. I take it. 35 Karten. Alter, es gibt saugeile Zombie-Karten. Jesus. Aber... Furcht aus der... Oh, what happened? Achso, ich bin in der Zeile verrutscht. Was ist passiert? Wenn diese Karte durch den Karteneffekt deines Gegners von deiner Hand oder deinem Deck auf den Friedhof gelegt wird, okay. Das könnte man sich noch anschauen. Füge den Life Points deines Gegners 500 Punkte Schaden zu. 1800 Death, lol. Gar nicht mal so bad eigentlich. Nochmal Gosuki. Geist des Pharao. Diese Karte kann ich als Normalbeschwörung beschworen oder gesetzt werden. Diese Karte kann ich als Spezialbeschwörung beschworen, außer durch den Effekt von erstes Sarkophag. Ah ja. Gut, dafür haben wir jetzt, glaube ich, schon zu viele Karten im Deck, um jetzt noch so eine komplette Kombi reinzubauen. Falls diese Karte als Normalbeschwörung beschworen wird, mische alle verbannten Karten ins Deck. Diese Karte erhält 100 ATK für jede Karte, die durch diesen Effekt ins Main Deck gemischt wird. Wow. Gern, ja. Während deiner nächsten Standby-Phase, nachdem diese offene Karte, die du kontrollierst, durch den Karteneffekt deines Gegners zerstört auf den Friedhof gelegt wird, beschwör sie als Spezialbeschwörung. Aber mir fällt gerade auf, Vampir eingeben bringt eigentlich gar nichts, weil alle Vampire sind Zombies. Also alle Vampirkarten sind hier automatisch mit drinnen. Was aber wiederum eigentlich gar nicht sein kann, weil Vampir-Fräulein zum Beispiel ist hier nicht. Ach so, weil hier nur Karten sind, die ich grundsätzlich mindestens einmal habe. Ja, aber trotzdem. Das heißt, alle Vampirkarten müssten ja dabei sein, weil alle Vampirkarten sind Zombie-Karten. Schon klar, dass jetzt nicht alle Vampirkarten aufgelistet sind, aber es liegt daran, dass ich sie nicht habe. True. Aber es gibt ja noch Zauber- und Fallenkarten mit Vampir. Aber da wir eh nicht so viele Vampire haben, wir haben 3... Würde ich sagen, das bringt dann eh nichts. Zombie-Welt in der Spielfeldzone kann nicht durch Karteneffekte zerstört werden. Zusätzlich kann kein Spieler sie als Ziel für Karteneffekte wählen. Schnelleffekt. Du kannst diese Karte von deiner Spielfeldseite oder deinem Friedhof verbannen. Aktiviere ein Zombie-Welt direkt von deiner Hand in deinem Deck. Du kannst die Karte von... Das wäre eine geile Karte, wenn ich wüsste, was Zombie-Welt ist. Die müsste ja eigentlich aufgelistet sein. Achso, das ist wieder alphabetisch wahrscheinlich. Nee, ist es nicht. Also Zombie-Welt muss eine Zauberkarte sein. Ich hab sie sogar. Alle Monster auf dem Spielfeld und im Friedhof werden zu Zombie-Monstern. Kein Spieler kann Monster als Tributbeschwörung beschwören, außer Zombie-Monster. Dreimal, I guess? Das ist ja voll gut. Und dann tun wir die auch einfach dreimal rein. Haben wir 41 Karten, aber ist ja... Ey, let's go! Wir sind ready, endlich unser eigenes Deck. Naja gut, eigentlich soll es ja ein Vampir-Deck sein, aber geht noch nicht. Aber Zombies sind auch fein. Komm, dann zerschmettern wir gleich mal Alexis. Ah, verdammt! Ah. Eine kurze Aufgabe zu Beginn. Aber ich bin zufrieden mit dem Deck. Ich glaube, ich bin zufrieden damit, ja. Was denkt ihr? Könnt mir gerne in die Kommentare schreiben. Denkt ihr, das Deck ist Trash? Ich meine, es ist jetzt einfach so... Ich meine, wenn es nicht funktioniert, man kann natürlich immer noch was ändern. Das ist jetzt ja nur auf die Schnelle zusammengebaut.
Ich habe mir auch nicht alle Karten angeschaut, aber das war jetzt so recht viel. Hat ja auch ewig gedauert. So. Mystischer Wok bietet ein Monster-Attribut an, wieder dessen Art. Oh. Ja, wir haben schon. Ich glaube, wir haben da. Wir kriegen wahrscheinlich übelst aufs Maul. Direkt mal zwei Karten ziehen. Uff. Nur während der Schadensberechnung 500 ATK. Aktivier mal und dann direkt mit Zombie-Meister direkt angreifen. 2300 Schaden. Oh. Ich habe mich gerade schon gewundert, warum war ich jetzt eigentlich dran? Weil ich war doch erst Zweiter, oder? Oder bin ich jetzt komplett bescheuert? Ich habe mich gerade schon gewundert, warum war ihr Zug so schnell vorbei? Ah ne, ich war nicht erst Zweiter. Aber ich stand doch da später als Zweiter. Bin jetzt komplett bescheuert? Das stand doch gerade da, ich spiele als Zweiter. Weird. Cyberturner. Ach, als ob. Kann aber meinen Zombie-Meister nicht besiegen. Das ist jetzt in Verteidigungsposition. Oh. Aber ist ja trotzdem saudämlich. Aber wenn ich jetzt keine Karte ziehe, mit der ich sie zerstören kann, habe ich ein Problem. Komm schon. Monster, 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 Monster. Nice. Yes. Warum wurde der nur einmal angezeigt? Habe ich nicht zweimal einen Stick? Den habe ich doch zweimal einen Stick. Während der Standby-Phase. Okay. Ach so, ich habe ihn ja auf der Hand, lol. Elameo. Aber ich kann ihn auch theoretisch einfach mit Monster Reborn holen, oder? Müsste eigentlich gehen. Müsste eigentlich gehen, ja. Nur ich ihn mir einfach mit Monster Reborn. Oh, Alexis, Baby. Oh, Baby, Alexis. Oh, warum zum Teufel hat das Vieh 4200 Angriff gehabt? What the hell? Oh, Alexis. Alexis, Alexis, Alexis. Das sieht mir nach einer harten Abreibung von meinem neuen Zombie-Deck aus. Ach komm, leck mich doch. Ihr seid alle so scheiße in dem Spiel. Hol uns einen Zombie-Meister. Nein! Oh, Missklick. Ihr seid Trash, 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 Trash. Ohne Witz, Schwarzes Loch ist so eine skilllose Karte, das ist krank. Also wer Schwarzes Loch feiert, darf sich nie wieder über... darf sich nie wieder über... Na? Exodia-Deck beschweren. Ja, aktivieren wir erstmal seinen Effekt. Schmeißen wir den ab. Und holen uns den Samurai-Schädel. Oh. Oh, fuck. Was ist sein Effekt nochmal? Was war sein Effekt nochmal? Was war denn das nochmal, der zweite Effekt? Verbanne eine Karte, ne? Annulliere den Effekt und verbanne eine Karte. Aber ein Monster, glaube ich. Also nein. Ich meine, es war verbanne... Annulliere den Effekt bei einer Kette und verbanne ein Monster vom Spielfeld oder Friedhof. Ja gut, das ist aber nicht so schlimm. Dann kann ich nicht mehr in Angriffsmodus, ne? Okay. Dann können wir sie eh schon fast finishen.
1000 hat sie noch. Das kleine Madel. Das kleine Madel. Das gerade die härteste Abreibung ihres Lebens bekommt. Die Karte ist irgendwie unfair. Also wenn das jetzt eine Spielkraft ist, habe ich ein Problem. Aber eigentlich auch wieder nicht. Weil ich jetzt eh gewonnen habe. Weil der kann jetzt direkt an... Oh, ups. Achso, ich bin auch gar nicht in der Battle Phase, hoppla. Aber ich kann den Effekt auch nicht mehr abbrechen, egal. Nein! Achso, bei... Ja, egal. Ich habe so viele Effekte, das ist ja krank, Alter. Ich hätte jetzt auch die Karte verbannen können. Durch, okay, den Namen habe ich noch nicht drauf. Jetzt Spiegelkraft. Alter. Das Deck ist halt krank, aber das war nur ein GX-Reverse-Duell. Wir müssen es noch gegen Synchro ausprobieren, aber... Na gut, gegen Synchro haben wir, glaube ich, schon eher Probleme. Weil die Synchro-Viecher, die haben auch alle so viel Angriff. Die haben meistens schon 2,5 oder mehr. Na gut. Aber läuft doch. Danke fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's kurz rein und ciao, ciao.